Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Filmnische, unserem Filmpodcast. Wir besprechen heute einen Film, bei dem einer meiner Lieblingsschauspieler dabei ist und wo dem niemand weiß, wie man ihn ausspricht. Jake Gyllenhaal. Ich glaube, Gyllenhaal, ich habe ihn mal in einer Talkshow gesehen, da wurde so ausgesprochen. Naja. Ja, wie sonst? Weil Gyllenhaal sagen einige. Was? Aber der ist ja, glaube ich, halb Schwede, Norweger oder so. Deswegen, ja. Dann schon eher Gallenhill. Ja, ich glaube, Gyllenhaal ist auch einigermaßen richtig. Ja, heute habe ich eine bezaubernde Gästin dabei. Ja, hallo. Sina ist immer wieder dabei. Ja, genau. Wir besprechen heute Nightcrawler, der Typ aus dem X-Men-Universum. Nein, nicht der Typ aus dem X-Men-Universum, sondern ein Nightcrawler, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein Nachtkriecher, haha, sind Menschen oder ja, freischaffende Künstler, wenn man das so bezeichnen möchte, die des Nächtens in ja, der Stadt rumtummeln mit der Videokamera in der Hand und Unfälle, Morde und sonstige schlimme Sachen aufnehmen und die dann an die ja, TV-Läden verhökern. Und ja, so eine Person ist Jake Gyllenhaal. Aber nochmal kurz ein paar Infos. Der Film ist von Dan Gilroy, von eben Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Der ist auch Produzent. Das finde ich immer ganz schön, wenn der Star oder so auch der Produzent ist. Dann hat man so das Gefühl, okay, da steht er voll dahinter, wenn er auch Geld reinbuttert. Ja, Riz Ahmed ist Rick. Den kenne ich auch nur irgendwie aus. Ich glaube, der spielt bei der einen Serie mit. Und aus von dem schrecklichen Venom. Der spielt er mit, der absolut kacke ist. Und dann noch die Nina, die René Russo. Und sonst waren, glaube ich, gar nicht so viele. Zumindest die ich jetzt nicht kannte. Ja, kommen wir mal kurz zur Handlung. Also, Jake Gyllenhaal spielt eben Louis, den frechen, ich weiß nicht, der ist vielleicht Ende 30, Ende 20. Man sieht, dass er wenig Geld hat. Er mogelt sich so durchs Leben, hat eine kleine Wohnung. Sieht auch ein bisschen hager aus. Also, normal kennt man Jake Gyllenhaal, dass er ein bisschen, ja, ein bisschen muskulöser ist. Hier ist er eher ein bisschen dünn. Was aber auch der Rolle geschuldet ist, was auch ziemlich passt. Denn er spielt hier eben einen dieser Nightcrawler. Er ist am Anfang, hat wenig Geld, verkauft irgendwie Kupfer und sonstiges an irgendwelche Bauleute, die dann schon wissen, okay, der hat das jetzt nicht gerade auf legalem Wege bekommen. Und dann ja, wird er zufällig Zeuge eines Unfalls, guckt dann ganz neugierig hin und sieht dann eben das andere dieser Zunft auch da, sich das Geld zu verdienen mit der Kamera. Dann kommt er immer mehr dahin. Dann, ja, eskaliert es fast und kulminiert dann in einem sehr, sehr, in einer sehr, sehr tollen und sehr grausamen Szene, die wir gleich nochmal beschreiben. Das heißt, er wird dann immer besser, hat besseres Equipment und hat sogar einen Mitarbeiter dann, was auch teilweise witzig und teilweise sehr, ja, bösartig ist. Ja, und der wird dann immer erfolgreicher und verkauft seine Videos. Ja. Was meinst du, Sina? Wie hat dir der Film gefallen? Da du gerade gemeint hast, dass er auch witzig ist, ich musste jetzt nie lachen, weil ich so gedacht habe, was war das jetzt ein Witz? Ist das jetzt lustig? Also, ja. Es kam so unerwartet, weil der Film also es ist halt schon so ein bisschen Psycho und man weiß nie so richtig, was jetzt abgeht mit, also menschlich abgeht, finde ich. Also ich kann den Lou überhaupt nicht einordnen. Das ist wahrscheinlich auch der Clou des Films. Oder einer der Clues. Möchtest du dazu was sagen? Ja, das ist wahrscheinlich, ich benutze das Wort wirklich selten, weil es sehr inflationär benutzt wird, aber er hat schon psychopathische Züge, weil er eben, also ein Psychopath zeichnet ja aus, dass er wenig bis keine Angst hat, wenig, ja, dadurch eben wenig Risiko hat und wenig Empathie hat, weil deswegen sind es auch so gute Lügner, also Psychopathen sind eben gute Lügner, weil sie eben normalerweise, wenn du lügst, hast du Angst, dass du erwischt wirst und hast dann Schuld, das haben Psychopathen nicht, deswegen, das siehst du bei ihm auch sehr gut.
Ja, und er geht so in die Richtung. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Psychopath ist, weil aus einem Film das immer also rauszuschließen, was der jetzt für eine Störung hat, ist eigentlich Quatsch, kannst du nicht immer, aber so in der Richtung. Und ja, das mit dem Humor war nur so ein bisschen augenzwinkernd, weil manche Szenen sind so, wo du leicht lächelst und denkst, oh, das ist schon echt übel. Also es ist eher so ein dunkler Humor, wenn es überhaupt Humor ist, aber so ein bisschen, wenn er dann so mit glänzenden Augen die Leichen abfilmt, dann denkst du, oh, das ist schon übel. Und er sich so drüber freut, ne, weil er jetzt wieder ein tolles Video gemacht hat. Das ist schon unangenehm. Ist auch ein sehr unappetitlicher Film, finde ich teilweise. Also nicht unbedingt, wenn man zu viel Gemetzel und Blut sieht, sondern einfach vom Charakter her, weil das so ein unmoralischer Arsch ist. Aber irgendwie ein bisschen sympathisch ist er vielleicht doch, weil er dann immer so, weiß ich nicht, was der teilweise dann raushaut, ist halt gut. Beziehungsweise, eigentlich ist es nicht gut. Ja. Ja. Welche Szene hat dir denn besonders gut gefallen oder fandest du besonders schlimm? Ja. Gute Frage. Gut gefallen haben mir sehr, sehr viele Szenen tatsächlich. Also ich wüsste gerade nicht, welche Szene mir nicht gut gefallen hat. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, dass es die ganze Zeit oder viele Szenen in der Nacht spielen und das eine besondere Ästhetik hat. Auch diese verlassenen Straßen in einer Stadt, die sonst eben voll ist mit Menschen und überfüllt, überlaut, überereignisreich. Und dann ist da diese leere Stadt, die auch ganz am Anfang des Films so gezeigt wird, so ganz ruhig und entschleunigt und schlafend. Vielleicht war das tatsächlich eine der schönsten Szenen, diese Anfangsszene, wo man einfach nur die Stadtbilder sieht. Ja, der hat optisch macht der schon was her, weil du dann eben viel so alles in der Nacht siehst und so weiter. Und die Musik fand ich zum Beispiel, die ist mir gar nicht so aufgefallen, sondern immer nur so, wenn er. Also eigentlich positiv im Sinne von, also manchmal kann die Musik ja total übertünchen, ja, und dich da voll unbedingt zwanghaft dir die Träne rausziehen wollen, aber da war es eher so, dass so eine, wenn es richtig unangenehm wurde, dann hat die Musik noch ein bisschen so leicht angezogen, aber so wirklich recht subtil. Weil zum Beispiel, wenn er, ich weiß nicht, wenn er die Kamera mal wieder auf jemanden draufhält oder wenn er sich davor drängt und fast schon eine kassiert von einem Polizisten oder von einem Sanitäter oder so. Das war schon, also es ist eigentlich dann im Kontrast, diese Schönheit der Nacht und dann diese, ja, was das halt auch zutage treten lässt, dass er da, dass dann eben solche Leute, die eben auf diese Weise ihr Geld verdienen, dann halt, ja, ihren Arbeitstag beginnen. Ja. Und die schrecklichste Szene war für mich natürlich immer, wenn es ins Risiko reinging oder auch in die Rücksichtslosigkeit. Eben von Anfang an eigentlich das Filmen, das in der Nähe, also das zu nah rangehen. Ja, das war so, wo ich dachte, oh nein, lass es, tu das nicht. Ja, wo er einfach drauf geht und was ich dann, wo ich dann richtig, ja, Spaß dran hatte, was schon, es ist so ein bisschen fast schon schlechtes Gewissen, weil die irgendwie, also nicht, weil dir der Film Spaß macht, aber es ist so, oh, was macht dann jetzt, wo er dann irgendwie, ich glaube in der Mitte des Films ungefähr, also am Anfang sieht man eben, wo er sich ein bisschen einüben muss, okay, er schafft es nicht unbedingt rechtzeitig, dann hat er ja einen Angestellten, was auch eine sehr bizarre Szene ist, wenn er ihn dann Vorstellungsgespräch einlädt und irgendwie die eigentlich nur Scheiße erzählt, weil er sagt, ich habe eine Firma, was irgendwie nicht stimmt und ich habe einen Mitarbeiter verloren, was auch nicht stimmt. Und wenn er dann eben, wenn es dann zu dieser Szene kommt, wo ein Unfall ist, ich glaube auf der Landstraße oder ein bisschen abseits von der Stadt, ist passiert und dann macht er so ein paar Kameraeinstellungen und sieht, okay, es passt nicht. Dann zieht er so den verletzten oder fast toten Typen so in die Mitte der Straße, sodass irgendwie besser eine schöne Komposition vom Bild und vom Licht her ist und dann filmt er. Das ist schon sehr übel. Und das ist eigentlich nur der Auftakt, was dann noch schlimmer wird, sozusagen. Und lügt dann ja wie gedruckt. Also Ja. ich frage mich eigentlich, wann er nicht lügt. Und Ja. gerade bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er nicht lügt, wenn es um seine Motivation geht. Ja. Um seine Leidenschaft eben. Da
hört er auf zu lügen. Aber sonst verarscht die Polizei von hinten bis vorne, ohne Augen zu zwinkern. Verarscht ja. auch die Frau wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Also er macht die Nina, meinst du? Nina, genau. Ich meine, ich habe das nicht richtig abgenommen. Er hat ja zwar Komplimente gemacht und so. Ja, da konnte ich nicht richtig einschätzen. Ich glaube schon, dass er was von ihr wollte. Vielleicht aber eher so dieses körperliche Bedürfnis und weniger jetzt, weil er sich menschlich irgendwie was gewünscht hätte. Ja. Also nur um kurz zur Erklärung, Nina ist, also er macht dann diese Videos und verkauft dann an Nina, ist glaube ich so ein höheres Tier. TV-Produktion. Bei der TV-Produktion. Genau, also sie ist so ein bisschen die leitende Person, die dann sagt, okay, wir nehmen jetzt diesen Clip von der Person, die dann eben diese Videoschnitte mit einbindet und sagt, okay, blend hier ab oder zensiert das raus. Ja, und die haben dann, also er lernt sie dann kennen, weil er da zu dem Sender geht und dann eben sich da vorstellt und sagt, hey, ich habe hier ein Video. Und dann ja, entspinnt sich da so ein bisschen eine Beziehung zwischen den beiden. Und einmal gehen sie dann ja auch essen und dann hat man so das Gefühl, dass er das schon alles geplant hat, hatte ich den Eindruck, weil er dann, beziehungsweise dass da vielleicht auch wieder die Sehnsucht nach Körperlichkeit ist, weil er ja komplett keinen sozialen Halt hat. Also Lou hat ja nicht wirklich Freunde. Er hat die ganze Zeit nur seine Blume, die er gießt. Stimmt. Und das war interessant. Ja, das habe ich das Gefühl, das ist eine Metapher für irgendwas, das habe ich mir noch nicht drauf gekommen, was. Und ja, Nina lernt dann so kennen und da gibt es dann jetzt schon eine delikate Szene, wie sie im mexikanischen Restaurant sind und er sagt dann, ja, ich liefere dir immer gutes Material und er ist da sehr enthusiastisch bei seiner Arbeit und sagt dann, ja, ne, ich habe geschaut, dass du alle 2 Jahre wohl einen neuen Job hast und jetzt ist es bald wieder 2 Jahre, das heißt, vielleicht kannst du die Quote nicht halten und ich sorge dafür, dass du die Quote hältst, also hab Sex mit mir, so ungefähr, ein bisschen subtiler hat er es gesagt, aber unterm Strich hatte ich so verstanden, dass das die Sache war und er war dann auch total, ja, hat einfach so direkt gesagt, so mehr oder weniger und sie war voll konsterniert, dass er das so einfach, ja. So offensichtlich erpresst auch, also es ist schon Erpressung. Ja. Und er macht es auch eben mit seinem Mitarbeiter. Ja. Obwohl er dann natürlich sagt, nee, also ich erpresse dich gar nicht, du kannst jederzeit gehen. Ja. Aber Rick ist der Mitarbeiter und das siehst du ja auch, ne? Das ist jetzt nicht, dass das eine tolle Stellenausschreibung ist, denn das ist jetzt ein Harvard-Absolvent, sondern der schläft wohl in der Garage, hat nicht wirklich Geld, hat jetzt noch nicht wirklich viele Jobs gehabt, der ist da halt auch. Der nimmt halt das, was er kriegen kann. Und der hat auch, also bei Lou ist mir aufgefallen, der hat die ganze Zeit so ein BWL-Slang, ne? So, ja, du musst für eine Geschäftsidee, musst du erstmal eine Geschäftsidee haben, so als hätte er sagt ja, dass er sehr viel Zeit am PC verbringt und man hat auch den Eindruck, dass er sehr viel recherchiert und sich halt irgendwie weiterbildet, aber das wirkt dann so dadurch, dass er so ein bösartiger Mensch ist und so skrupellos mit Leuten umgeht und die oft einfach nur ausnutzt für seinen Willen oder wie Rick zum Beispiel, dass er ihm $30 die Nacht gibt, was halt irgendwie ziemlich lächerlich ist. Und ja, dann ist es dieses, ja, ich weiß nicht, Banker- oder BWL-Sprache so verknüpft mit dieser bösartigen Figur, als würde man da auch nochmal sagen, als würde das auch nochmal kritikwürdig sein. Beziehungsweise, ich habe so ein leichtes Aufflackern gehört, so datenschutzmäßig so, weil er hat ja alles über Nina herausgefunden sozusagen, was er brauchte. Also da hat er da gearbeitet und da und scheinbar alle 2 Jahre. Da habe ich auch nochmal so gedacht, okay, vielleicht ist es auch nochmal so eine kleine Kritik, so dass die ganzen Datensammelwut vielleicht nicht so gut ist und dass man da vielleicht mal drauf schauen sollte. Darum geht es ja auch in dem Sender generell. Nina und auch wahrscheinlich Lou sind so die Leute, die da gar nicht aufpassen, dass die Opfer also es müssen halt bestimmte Regeln eingehalten werden, damit Videos veröffentlicht werden können. Zum Beispiel, dass die Opfer eben zensiert werden, ihre Adresse nicht genannt wird und so weiter. Und dass sie da wirklich alles ausnutzen, was geht. Ja. Damit die das Video irgendwie reinbringen können. Ja. So skandalös wie möglich und die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen können.
Das sieht man dann auch, wenn Nina irgendwie sagt, ja, wie weit können wir das machen, das Material? Wie weit können wir gehen? Und dann fragt die eine so, jetzt meinst du moralisch? Und sie so, moralisch ist mir scheißegal. Rein rechtlich gesehen. Und da kann ich ein Filmzitat reinbringen, was Nina sagt, wenn sie sich kennenlernen, und zwar the best and clearest way that I can phrase it to you, Lou, to capture the spirit of what we are is think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. Also mal kurz übersetzt. Die beste Art, wie du dir unseren Sender vorstellen kannst, Lou, ist hier als eine Frau vorzustellen, die die Straße runtergeht mit durchgeschnittener Kehle. Also da weiß man schon, okay, die wollen halt, ja, Hauptsache die Quote ist gefüllt, kostet es, was es wolle, wie du gerade schon gesagt hast. Und ja, sie ist also so, Nina ist so komplett skrupellos, eigentlich wie du, deswegen verstehen sie sich wahrscheinlich so ganz gut. Und da kommen von der Seite immer so kleinere Figuren. Ja, können wir das machen? Können wir das machen? Ja, komm, mach das so und so, Hauptsache die Quote. Und ist wahrscheinlich was dran, dass sie, es gibt es ja dann irgendwann auch zu, dass sie wirklich Angst vor der Quote hat, dass diese eine Woche besonders wichtig ist. Und dann bekommt Lou ja den einen Auftrag nicht oder kommt nicht rechtzeitig hin und dann ist er auch kurz, ja, erzürnt und macht Hat den einen Spiegel Dämpfer kaputt. bekommen, auf jeden Fall. Und ja, was dann auch eine sehr üble Szene ist, die eine Figur, der auch ein Nightcrawler ist, man sieht am Anfang so, den hat er mal kennengelernt und sieht ihn ab und zu bei Tatorten, weil das scheinbar so eine kleine Gruppe ist von diesen Leuten. Ist auf Und jeden Fall man, ein Konkurrent. genau, ein Konkurrent von ihm. Und dann sieht man so, wie sie ein bisschen am Anfang ein bisschen Stress haben und dann merkt er, okay, Lou hat was drauf, dann will er so mit ihm anbändeln, ja, Sich zusammenschließen. möchte sich mit ihm zusammenschließen und dann sagt Lou halt so, nö, möchte ich nicht, nö, möchte ich nicht, sag's fünfmal, sagt irgendwann, ja, geh mir dann auf den Sack, so in der Art. Und dann wird er mal von ihm übertrumpft, vom anderen und dann hat er sich entschlossen, da wahrscheinlich irgendwas an seinem Auto da zu, ja, manipulieren. Und dann hat er zufällig einen Unfall. Und Lou wusste natürlich, ne? Also der heizt dann, ja, kurz vor, also in der Nacht, dann heizen die dann mit Rick, mit seinem Mitarbeiter, dahin. Und dann sieht man eben, dass der Wagen von dem Konkurrenten da in Trümmern liegt. Und der wird dann auch wie jedes andere Opfer abgefilmt und guckt dann so und hat Blut im Gesicht und ist dann natürlich total exponiert. Und das hat mich so unwohl gefühlt in der Szene. So, weil ich mich halt in den reinversetzt habe, wie er da halb tot liegt. Und die Kamera halt ins Gesicht gehalten bekommt. Ja, interessant auch die Aussage von Rick. Nein, du, das nicht, er ist einer von uns. Wir können ihn doch nicht mit ihm noch doch nicht das was machen, was sie mit allen anderen Opfern quasi machen. Ja, Abfilmen also, in ja. ihrer verletzlichsten ja. Ja, Situation halt, ne? Ja, Oder ja, Lage. ja. Ja, stimmt. So, der hat da noch erlaubt. War auch moralisch vielleicht nicht astrein, aber noch ein bisschen weniger schlimm. Aber die Aussage ist natürlich auch geil. Bei jedem anderen kannst du es machen, aber da sollten wir dann mal Vorsicht walten lassen. Ja, der hat Das natürlich habe trotzdem noch ich, gefilmt. ja. Naja. Interessant fand ich von Rick auch die Aussage, also Rick meinte zu Lou, dass dass Lous Problem ist, dass er die Leute nicht versteht, überhaupt nicht verstehen kann. Und später, nach ein paar Szenen weiter, meinte Lou dann zu Rick, was wäre, wenn es nicht so ist, dass ich die Leute nicht verstehen kann, sondern dass ich le keine Leute, also dass ich Menschen nicht mag? Ich glaube nämlich auch, dass Lou die Leute sehr gut versteht, also was heißt verstehen, das ist auch immer so eine Sache, aber zumindest sehr gut einschätzen kann. Ja. Aber wirklich Menschen an sich ihm überhaupt nicht wichtig sind, sondern das Einzige, was für ihn zählt, ist halt seine Leidenschaft, die aber auch erst kürzlich entdeckt hat. No. Ne? Ja, ist jetzt noch nicht lang, dass er das macht. Er hat sich ja vorher so mit irgendwelchen dubiosen Geschäften durchgeschlagen. Also er hat auf jeden Fall seinen Platz noch nicht gef oder seine noch nicht das Richtige für sich gefunden, was womit er sich beschäftigen möchte. Damit fängt der Film ja an und dann findet er es und dann damit geht die ganze Handlung los. Ja, mir fällt noch eine Szene am Anfang ein, die ganz witzig ist, wo man dann so sieht, okay, er ist scheinbar nicht gerade der vertrauenswürdigste Person und hat irgendwelche, ist ein kleiner Dieb.
Und dann sieht man da eine Szene, so wie jemand mit dem Fahrrad hinfährt, denkt so, hä, ist das jetzt Lou? Und dann sieht man so, okay, nee, er steht rechts daneben. Dann Schnitt, nächste Szene, der Typ hat sein Fahrrad dann weggemacht. Nächste Szene, Lou ist bei einem Pfandhändler und fährt mit dem Fahrrad rum und will sie verkaufen. Ja. Das war so, das ist schon, das ist so irgendwie bald gemein, aber irgendwie so witzig, wie es sich sofort gekrallt hat. Und dann halt auch knallhart verhandelt, für, weiß ich nicht. Er hat es für 8.000, er hat, wie auch ohne zu blinzeln, wie du gedacht hast, lügt und sagt, ja, ich habe das hier, da, die Tour de Mexiko gewonnen und ich habe 8.000 gezahlt. Nee, er hat so viel. Also er ist auch ein guter Verhandler, muss man sagen. Der lässt sich da nicht so leicht unterkriegen. Aber er ist halt ein Arsch. Und ich finde es auch schauspielerisch, ist, glaube ich, gar nicht so leicht, so jemanden so zu spielen. Also, weil der ja schon sich dann irgendwie immer ein bisschen reduzieren muss oder in seinem Schauspiel, aber dann auch immer dieses böse Lachen ist aber, glaube ich, auch schwer zu machen. Gerade wenn du dann irgendwie irgendwas Schlimmes gemacht und dann lächelt er noch so, als hätte er voll Bock, ist mir egal oder ich habe da Spaß dran so. Das ist schon tatsächlich immer auch was mich an Jake Gyllenhaal reizt. Diese Funkenverrücktheit oder ja, wo die Menschlichkeit so aufhört. Also, was heißt Menschlichkeit? Aber wo man merkt, da ist jemand total unberechenbar. Mhm. Und du kannst die Person überhaupt nicht einschätzen. Ist sie jetzt gut? Ist sie böse? Was will sie? Will sie gut sein? Will sie böse sein? Oder geht es der Person gerade gut? Geht es ihr schlecht? Mhm. Das ist auch immer so eine Sache, ne? wie man das auslegt. Weil zum Beispiel jetzt bei den Oscars, also die Oscars sind ja eh sehr fragwürdig, aber da wird ja meistens, bei die Oscars-Gewinner, die haben meistens der am meisten geheult hat in dem Film. Ne? Oh mein Gott, das ist so schlimm und oh mein Gott. Ne? Okay, du hast 5 Liter geheult, ja gut, kriegst einen Oscar hier. Und wenn da irgendwie noch eine diverse Gruppe drin ist, ja gut, dann hast du eh einer hier, passt. Aber wenn du so ein bisschen reduziert spielst oder so ein bisschen, ja, so dieses Unberechenbare, was bei Ryan Gosling auch ganz gut mal manchmal zu sehen ist, wenn er einfach so dieses leichte Lächeln, aber du weißt nicht wirklich, was er denkt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht zu spielen. Es wird, glaube ich, einfach unterschätzt, so dass immer nur, wenn es besonders gefühlvoll sein soll, dann ist halt irgendwie gut gespielt. Aber ich finde, das ist immer, gehört auch was anderes dazu. Oder auch Humor ist, glaube ich, auch einfach unterschätzt. Ich gucke jetzt nicht viele Komödien, aber da irgendwie das aus den Leuten rauszukitzeln, ist, glaube ich, auch nicht leicht. Oder aus sich selber dann als Schauspieler. Ja. Also wo man wirklich gerade merkt, man diese Person hat jetzt gerade einen ganz anderen Bezug oder Standpunkt, den kein normaler Mensch nachvollziehen kann oder nachvollziehen will. Ja. Ja. Ich würde noch mal gern die letzte Szene eine der letzten Szenen aufgreifen. Nach, ich glaube, 2/3 des Films ungefähr, sieht man dann eben, wie Lou mit Rick, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, die bekommen auf jeden Fall irgendwie mit, dass da eine Alarmanlage ist und gehen dann zu einem Haus und es ist aber in einer gut bürgerlichen oder sehr reichen Gegend und Lou geht dann raus und hört schon Schüsse und versteckt sich dann irgendwo, sieht dann die Leute, die dann da rausrennen, also scheinbar irgendwelche Gangster. Und dann geht er halt so rein, wenn die abgehauen sind, mit der Kamera, filmt alles und da war noch keine Polizei da. Das heißt, da liegt dann Blut, da liegen Leichen und er geht da so rein, filmt alles, sieht da den röchelnden Vater oder wer das war am Boden, hilft ihm natürlich nicht, sondern filmt alles. Dann auch noch, ob im Babybett jemand ermordet wurde und geht dann wieder raus und ist dann glücklich. Ja. Das war schon übel. Und da war dann auch wieder die Sache eben, dass die Dina dann sagt, ja, komm, mach das, ne? Dann sehen wir es eben. Und da war eben die besagte Szene, wo sie dann sagt, ist mir egal, ob das moralisch verwerflich ist, können wir das rein rechtlich bringen. Und sie dann so, die andere, ich glaube, die Anwältin dann so, ja, müsst schon gehen. Ja gut, dann raus damit. Und ja, das war schon übel. Da ist es dann nochmal richtig eskaliert sozusagen, also nochmal eine Stufe mehr. Ja. Ja, bei solchen Porträts
Charakterporträts sucht man immer nach der Menschlichkeit. Also man fragt sich, wo ist dieser Mensch noch Mensch? Mhm. Und warum ist er zu dem geworden, dass er ist? Oder war er vielleicht schon immer so? Also ob er jetzt irgendwie... Die Frage ist, ob Lou einfach einen Schaden hat. Und quasi von Grund auf nicht empathisch ist. Oder ob er etwas erlebt hat, das ihn so hat werden lassen. Und darauf gibt der Film halt überhaupt gar keine Rückschlüsse. Und das ist total interessant. Ja. Weil die meisten Filme, wo es dann um eben, ich benutze das Wort jetzt mal, sorry, Psychopathen geht, die versuchen das dann zu rekonstruieren oder zumindest darauf anzudeuten, wo es herkommen könnte. Das finde ich auch teilweise immer ein bisschen müßig, so, ach schon, okay, der wurde als Kind mal von seiner Mutter irgendwie angefahren, okay, dann ist er klar, weil es halt oft nicht so leicht ist. Ne? Leute, die eine scheiß Kindheit haben, denen geht's super, Leute, die eine gute Kindheit haben, geht's nicht gut, also da spielen halt viele Faktoren mit rein, die man halt nicht einfach auseinanderdividieren kann und sagen kann, okay, jetzt haben wir es ja, dann hätten wir jetzt nicht, weiß ich nicht, dann wäre die Gesellschaft ja eine andere, wenn wir das alles so auseinander klamüstern können. Deswegen finde ich es auch gut, dass das jetzt nicht so gesagt wird. Auch früher hat er übrigens, ne, und dann, das fand ich dann schon besser. Ja. Dass das so im Nebel gelassen wird. Ja. Ein ähnlicher Film, oder wollen wir noch kurz die letzte Szene besprechen? Wo er du meinst die allerletzte? Ja, die, wo er seinen Freund opfert. Ah, okay, die. Ja, ich hätte danach die allerletzte Szene auch nochmal, aber jetzt mach mal die. Ja, und dann kommt es eben dazu, also die wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass die Leute, die da diese Villa ausgeraubt haben, da hat Lou natürlich dann gesehen, wer dies war, hat es beim FBI dann oder bei der Polizei unterschlagen, dass es wusste, damit er dann nochmal sagen kann, okay, er verkauft dann weiter Bilder davon. Und dann, ja, ist halt alles fingiert dann. Das heißt, er guckt dann nach den Leuten mit Rick, wo die sind, fährt dann hinterher. Also er sucht die Kriminellen. Genau, er sucht die Kriminellen. Sie bei frischer Tat zu ertappen oder zumindest, also er versucht sie auffliegen zu lassen und zwar so, dass es für die Kamera möglichst interessant ist. Das heißt, er wartet erst, bis sich eine Situation ergibt, wo andere Leute gefährdet werden. Also er folgt den Menschen, diesen Kriminellen. Und anstatt sie zum Beispiel vor ihrem Haus in Niemandsland von der Polizei verhaften zu lassen, wartet er, bis sie in einem Restaurant sitzen, wo noch andere unschuldige Menschen sitzen und wartet, bis da 4 Polizeimänner auftauchen und eine Schießerei sich entwickelt, bei der Menschen sterben, um dies alles auf Kamera aufzunehmen. Und so möglichst viel Blut und Geschehen, Action, ja, verkaufen zu können am Ende. Genau. Und dann, ja, sieht man eben, wie es dann eben, ja, auf die nächste Stufe geht und dann wird wieder rumgeschossen in dem Restaurant und dann hat aber einer dieser Kriminellen überlebt und dann haut er ab, dann wird er von der Polizei gejagt und dahinter ist er nochmal. Ja, das ist auch so witzig, dass er halt überall mitmischt. Ja. So wie so ein drittes Bein in dieser ganzen Sache und weiß nicht, ob er dann auch eigentlich auch wieder andere Leute in Gefahr bringt, also die Polizei eigentlich, ne? Ja. Und dann fährt er eben hinterher und dann ergibt sich so, dass ein Unfall passiert. Ja, er fährt nicht nur hinterher, er ist auch mittendrin, ne? Ja, er ist mittendrin. Also, Rick sagt immer, boah, fahr nicht so nah auf. Und er will immer noch näher fahren, 1-2 Meter Abstand. Und du denkst schon, scheiße, Mann. ja, dann passiert aber ein Unfall. Und dann freut sich Lou natürlich. Oh, und Bilder geht hin. Und die Bilder geht zum Unfallauto vom Gangster, das irgendwie halb schon sehr starke Kamerabolage erlitten hatte. Und sagt dann, hey, ich brauche eine andere Kamera, Rick. Dann geht er so ein bisschen weg. Dann geht Rick hin mit der Kamera, filmt dann Typen, der noch, er sagt davor auch, dass der Ganove tot ist, war er nicht, und dann wird Rick eben erschossen, was schon sehr übel ist. Also, und dann filmt er wiederum Rick,
oder beziehungsweise die ganze Szenerie, weil dann auch der Bösewicht haut dann eben ab, wird von der Polizei erschossen. Das filmt er dann noch und dann filmt er eben Rick noch und dann reden sogar noch kurz, dass er wusste, also dass Rick sagt eben, du wusstest, dass der noch lebt und er hat dann gesagt, ja, aber ich kann ja auch so einen Mitarbeiter nicht, der mir nicht wirklich vertraut, ne, das ist ja nicht gut fürs Geschäft. Also es ist halt komplett unempathisch und amoralisch, der Lou. Ja, es war eine schöne üble Szene, wie er dann ihn einfach aufnimmt und ohne mit der Wimper zu zucken. Das war schon echt unangenehm. Ja, aber auch schön rausgeschnitten aus dem Videomaterial, das er dann später dem Sender zeigt. Also ja, der Dialog, ne? Zwischen denen. Genau. Ja. Und Dina ist dann schon fast so, er respektiert ihn, ach, war das nicht dein Partner? Und das ist so, ja, das war ein Partner. Und so fast schon, oh, du hast echt deinen Partner für mich geopfert oder für diese Kunst oder wie auch immer. Ja, der hat fast einen Orgasmus gekriegt. Also. Ja. Ja. Und das Ende fand ich gut, weil das ist so unbefriedigend für den Zuschauer. Du denkst die ganze Zeit wahrscheinlich so, na komm, jetzt müssen wir erwischt werden, na komm, weil das FBI dann auch auf den Fersen ist. Und die letzte Szene ist so, er hat dann so zwei Vans, und hat dann drei, ich glaube, das sind auch drei Praktikanten, und dann sagt er so, ja Leute, wie so ein BWL wieder, wenn ihr euch anstrengt und 5 Jahre als Praktikant arbeitet, so übertrieben, dann könnt ihr vielleicht mal aufsteigen und normaler Mitarbeiter werden. Du denkst so, du Arschloch. Das sind ja wirklich normale Leute zu engagieren, die halt direkt kosten. Nee, erst dann Praktikanten, wahrscheinlich irgendwelche Studenten, die da, weiß ich nicht, 5000 Bewerbungen geschrieben haben, und damit setzt er bei ihm landen. Und dann, ja, endet er auf so eine positive Note im Sinne von Luna, jetzt hat er zwei Vans. Aber du denkst ja eigentlich, ach, dein Ernst, du bekommst keine Genugtuung oder so. Mensch, so. Du vergisst das Beste, das Zitat. Ich kann es leider nicht wortwörtlich wiedergeben, aber sagt er zu den PraktikantInnen, ja, und denkt dran, ich lasse euch nur Dinge tun, die ich auch selber tun würde. Ja, das stimmt. Und das ist halt, das denkst du so, nee, ich verlange von euch nichts, was ich nicht auch tun würde, wo du denkst, ja, du stimmt würdest halt so alles tun, Alter. Du würdest einfach alles tun, das bringt überhaupt nichts, was du das jetzt gesagt hast. Ja. Aber das ist so, ja. Du musst sich vielleicht denken, okay, ja gut, dann ist er vielleicht ganz nett, aber sie kennen ihn halt nicht. wobei, wenn man sowas macht als Job, dann ja, weißt du wahrscheinlich schon, dass du vielleicht ein bisschen abgebrüht sein musst. Ich könnte ja das zum Beispiel nicht unbedingt machen. Aber einen grundlegenden Mangel an Empathie. Ja. Ja. Ein ähnlicher Film, ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, wie er schon ein bisschen, der auch vielleicht Medienkritik aufwirft, ist Network aus, ich glaube, 1976. Den gibt es bei Amazon Prime. Ich habe den gestern angeschaut. Das war eigentlich perfekt die Vorbereitung für den Film, weil da wird eben auch Medienkritik betrieben. Und, beziehungsweise wahrscheinlich auch Kapitalismuskritik. Da geht es eben darum, dass so ein Sender wieder Geld verdient und da geht es eigentlich auch nur um die Einschaltquote. Ne? Da wird irgendwelche linken Terroristen werden fingiert und dann irgendwie mit einer Subfirma bezahlt. Und das sind teilweise Zitate, die hättest du heute noch 1:1 so nehmen können, sodass die Leute nur noch an den Fernseher glauben und der Fernseher das Heilige ist. Heute vielleicht eher auf dem PC oder so, beziehungsweise ja, auch noch, aber ja, das ist dann ähnlich mit dieser ja, mit diesem Mangel an Alternativen, ne, dass der Fernseher das Einzige ist und das Dogma ist und du glaubst, alles, was im Fernsehen ist. Ja, den kann man da empfehlen, den gibt es bei Amazon Prime Network. Der hat durchaus Parallelen dazu. Ja, findest du, wir haben jetzt schon echt ein bisschen geredet. Sollen wir noch ein kurzes Anhängsel machen? Ja. Wir wohnen ja in Deutschland. Also Sie und ich wohnen in Deutschland. Jetzt haben wir hier einiges schon an Daten rausgelassen. Das ist natürlich schlecht. Findest du, die Medien sind so schlecht wie ihr Ruf? Oder sind sie überhaupt so schlecht? Sind sie überhaupt gut? Welche Medien? Sagen wir mal jetzt Fernsehen, weil es jetzt um Fernsehen ging in dem Film. Sind die Medien wirklich so schlecht? Sind sie schlecht? Sind sie gut? Gibt es solche Kategorien überhaupt? Naja, dafür muss man das Fernsehen erstmal gut kennen. Und ich habe keinen Fernseher, also schlechte Voraussetzungen. Nee, aber heutzutage verlagert sich das sowieso alles übers Internet. Also ja. Die versuchen die Leute ja sowieso über ihre Mediatheken und YouTube abzuholen. Ja. Findest ja zum Arte, Tagesschau, alles Mögliche auf YouTube. Ja. Auch viel um
junge Leute mitzunehmen, ne? Ja, da kommen dann Sexisten bei Funk und sagen dann, Männer sind scheiße und was für eine Scheiße, scheiß Männer. Und die kriegen Geld von Funk und die bezahle ich dann dafür, dass sie sexistische Scheiße ins Internet spucken. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe andere Kanäle von Funk, die ich gut finde, aber wahrscheinlich habe ich das, die schlechten noch nicht gesehen. Ja, das ist jetzt aber ist jetzt nicht flächendeckend, aber die eine, Susie Grime zum Beispiel, war... Ach ja, die kennt man vom Namen. Ja, ist so, finde so eine schlimme und ekelhafte Person. Fakt ist, ich noch nicht gesehen. Das war jetzt vielleicht nicht so, ja, kann ich schon harsch sagen. Ja, also die ist auch fürchterlich, fürchterlich. Okay. Ja, ist jetzt nur ein Beispiel. Ich möchte mal ein anderes Beispiel sagen, wenn man sagt, okay, Funk, ne, ist vielleicht auch ein bisschen, ich meine, ist ja von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert, aber wenn man auch mal bei der ARD schaut, wenn ein Reinhard Becker sagt, wenn Leute, um jetzt mal beim Corona aufzugreifen, wenn Leute vielleicht sagen, okay, die Corona-Maßnahmen vielleicht sind die übertrieben, dann muss man mal Gedanken drüber machen, macht das alles Sinn? Dann kommt er von der ARD und sagt, dass es Wirrköpfe sind und diese Corona-Spinner und so. Und du denkst so, also die Öffentlich-Rechtlichen brüsten sich ja fast schon damit, dass sie seriös anmuten, was natürlich, wenn ich sowas höre, nicht unbedingt unterstützen kann. Ja, also, wahrscheinlich muss man das halt im Vergleich zwischen Nationen sehen. Also wenn man jetzt amerikanische Nachrichten anschaut, dann gibt es da Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. Ja. Aber die haben ja wahrscheinlich auch noch viel mehr Angebot als wir. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass, ich gucke jetzt nicht amerikanische Medien, deswegen sollte ich da wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Ich habe also das Gefühl, dass man in Deutschland, dadurch, dass wir die öffentlichen Rechtlichen haben, wird es eben so ein bisschen vorgeschoben, ja gut, die sind ja seriös, ne, wenn man dann anguckt, weil RTL und sowas sieht ja schon eher amerikanisch aus, ne, mit diesen Aufmachern und diesen Hintergründen und so. Das sieht ja ARD und ZDF ziemlich nüchtern aus. Stimmt. Die aufgebauschten, aufgetouchten blonden Frauen. Ja. Ja, sowas. Ja. Ja, ich weiß nicht, das wird halt oft anders dargestellt und habe ich das Gefühl. Und weiß aber ich nicht. Interessant ist halt, dass bei uns in den Medien keine grafischen Bilder auftauchen. Das ist mir auch in meiner Zeit in Japan aufgefallen, wo ich dann auch ja mehr oder weniger gezwungenermaßen Fernseh schauen musste, weil halt Leute im gleichen Zimmer Fernseh geguckt haben, permanent. Mhm. Da werden auch diese Bilder gezeigt von Leichen und Tatorten, ach so, ja, die es bei uns gar nicht gibt im Fernsehen. Hm. Und auch wahrscheinlich in der Zeitung. Also da sieht man jetzt nie Blut oder selten. Mir ja, fällt gerade nicht sein. Bei vielleicht ein bisschen Bildrichtung. Ja. Oder so ein bisschen Boulevard. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das sind ja diese grafischen Dinge. Das wird dann nicht so aufgebauscht. Aber es wird dann eben anders. Also, ja, das ist auf jeden Fall dann nicht, das stimmt schon. Aber ich würde sagen, das, was bei unseren Medien ja manipulativ oder nicht seriös wirken könnte, ist halt die Auswahl an Themen und in welcher Menge sie auch ausgestrahlt werden. Also ja, vor ein paar Monaten gab es nur ein Thema und alles andere ja, war nicht mehr wichtig. Mhm. Das stimmt. Und ich finde auch, der Mangel an Kritikfähigkeit oder ist aktuell gerade, man muss es eben, kann es eben mal gut exemplarisch an Corona sagen. Weißt, da wird ja bei YouTube werden Videos gelöscht, wenn man sagt, okay, na, da kommt jetzt jemand und sagt, ja, Corona gibt's nicht, ne? Das sagt aber niemand. Aber es werden eben die Maßnahmen kritisiert und auch so, dass man da sagt, nicht polemisch, sondern wirklich von Gunnar Kaiser, das ist so ein YouTuber, das ist nicht primär ein YouTuber, der macht YouTube-Videos mit philosophischem Hintergrund, wirklich gehaltvoll. Und der hat dann gesagt, ja, ARD, warum habt ihr eigentlich gesagt, dass es eine Übersterblichkeit gibt bei Corona? Also Übersterblichkeit heißt, dass mehr Leute gestorben sind als jetzt im Durchschnitt im letzten Jahr zum Beispiel. Und der hat dann eben das aufgedröselt und gesagt, es gibt keine Übersterblichkeit. Und dieses Video wurde dann gelöscht bei YouTube. Das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht, weil es geht, du kannst ja nicht sagen, du löscht alles, was irgendwie ansatzweise
den Staat kritisiert, weil klingt halt irgendwie nicht nach Deutschland so unbedingt. Also, ja. Man kann ja auch mal Hypothesen aufstellen, also was heißt Gegenthesen aufstellen, so rum. Ja. Das finde ich wichtig, dass das möglich ist. Ja. Man muss es natürlich auch richtig kommunizieren. Also man kann da auch die Hypothese aufstellen, die Erde ist eine Scheibe, aber dann muss man auch, dann kann man nicht die andere These total ausblenden. Also man muss irgendwie immer so beide Seiten im Kopf haben und sagen, ja, das spricht für das eine und das spricht für das andere und ich bin wegen dem und dem für meine These und so. Ja. Also dass man da, ja. Das ist gut, dass du das sagst, weil das vermisse ich aktuell. Also, ja, wenn man jetzt sagt, okay, die Corona-Krise ist schlimm, gut, dann ist es in Ordnung. Dann müssen aber auch solche Leute zu Wort kommen, die das vielleicht anders sehen, weil es gibt ja nicht nur den, jetzt habe ich es natürlich super seriös, wenn ich den, wie heißt der Virologe? Drosten. Klar, man kann sich die zwei Leute da rauspicken, die da konträr mit deiner Meinung geht oder mit deiner Agenda von der Politik. Aber es gibt halt auch andere, die das anders sagen. Oder es gibt so einen Psychiater aus Österreich, der Herr Bonelli, der macht auch sehr viele Videos zu Corona, der beleuchtet es aber von der Seite, Leute, ne, durch die ganze Corona-Krise verstärkt sich die häusliche Gewalt, Depressionen verschlimmern sich, psychische Störungen werden schlimmer, die Suizidrate erhöht sich, solche Sachen werden da auch beleuchtet oder redet auch von Übersterblichkeit. Da werden auch teilweise Videos gelöscht, weil es halt nicht so gut dazu passt, was der Staat oder die staatstreuen Medien hören wollen. Wird auch gelöscht, finde ich auch, ist auch wirklich sehr fragwürdig, wenn du jetzt polemisch da sagst, ja, der Staat ist scheiße und so ein Bullshit und solche Spastis, ja gut, das wird es natürlich nicht haben. Das sollte man vielleicht auch. Ja, es ist schade, dass die öffentliche Meinung oder was der Staat gerne als öffentliche Meinung hätte, dass der nicht anerkannt, dass man aus verschiedenen Perspektiven eben als Virologe oder als wahrscheinlich Psychologe, ne? Mhm. Da von zwei verschiedenen Seiten drauf schauen kann. Ja. Und das musst du halt, also das musst du generell immer, aber das musst du vor allem, wenn du sowas verantwortest wie, jetzt machen wir halt mal Lockdown. Ja, im besten Fall wird es gemacht, um eben schlimmere Folgen zu vermindern, aber es sollte immer angebracht sein und es sollte immer willkommen sein. Wenn es auf einer respektvollen Ebene ist, dann sollte man das auch anhören, dann sollte da nicht so immun dagegen sein und sagen, ja, das wird jetzt alles gelöscht. Gerade wenn sowas einschneidend ist, ist wie wenn deine Persönlichkeitsrechte beschnitten werden, was halt de facto der Fall war die letzten Wochen, Monate. Das Ding ist wahrscheinlich, dass man dem Volk halt nicht zutraut, sich die richtige Meinung zu bilden oder dass man Angst hat, dass die Leute ja nicht den gesunden Menschenverstand haben, die Dinge aufzunehmen, sodass jeder halt die Entscheidung treffen kann, die der Gesellschaft dienen oder der Gesellschaft Zusammenhalt bieten und so weiter. Ja, sich die Gesellschaft eben wünscht. Ne? Ja, also das finde ich auch, was ich fast noch schlimmer finde, ist aber auch, dass die Leute sich gegenseitig so in die Pfanne hauen und so ein Denunziantentum herrscht. Ne? Wenn da Leute ohne Maske sind, der hat keine Maske und die Leute, die dann die Corona-Maßnahmen leugnen, sind dann die Corona-Leugner, was, glaube ich, niemand wirklich tut, also vielleicht wenige, aber die meisten kritisieren ja die Dinger und dass du dann gleich so verunglimpft bist und so bist du ein Idiot, Alter, das mit den Masken ist alles super, oder dass du dann sagst, auf der anderen Seite, also dass man sich nur noch anzeigt und dass die Gräben immer tiefer gegraben werden und dass man nur noch sich gegenseitig anscheißt und das ist keine Kritik und dass man nicht mal sagt, okay, das ist vielleicht ein Punkt, den muss man sich überlegen. Das finde ich echt schlimm, wenn der Diskurs so leidet und gar nicht mehr stattfindet und nur noch ein gegenseitiges, anschreien und nicht mehr zuhören ist. Das ist wie in der Klimakrise. Da war ich auch vor ein paar Wochen von einem YouTuber enttäuscht, den ich eigentlich mochte. Also ich habe angefangen irgendwie für so Weltall,
Wissen zu interessieren und der hat es immer so toll erklärt. Und dann hat er eine Folge und ich glaube, danach sind noch mehrere solcher Folgen gekommen, wo er wirklich die Leute basht, die unter seinen Videos kommentieren, sowas wie, ah, die Erde ist eine Scheibe und so, dass er die halt wirklich runtermacht und sagt, ja, wie kann man die Wissenschaft nicht akzeptieren und ja. Das triggert mich, weil die Leute momentan, also die Wissenschaft ist momentan eh das Beste und das ist, wenn du sagst, das ist wissenschaftlich, dann musst du dich gar nicht damit auskennen, dann ist es einfach die Wissenschaft, okay, die Wissenschaft. Aber das sind halt viele Leute, die keine Ahnung von Wissenschaft haben, ne? Die nicht mal irgendwie ein Paper gelesen haben oder so. Ja. Also die Wissenschaft hat ihren Platz und ist auch wichtig. Andererseits kann die Wissenschaft nie in Gänze Dinge erforschen. Also es ist immer zusammenhangslos und immer auf sehr spezifische Situationen anwendbar. Das ist das Problem der Wissenschaft. Ja, es ist halt nie ein, ja, es ist hundertprozentig so, sondern, also okay, bei einer Meta-Analyse kannst du vielleicht sagen, ne, aber es ist ja nie, ja, es ist immer so, sondern es ist ja ein Ja-Aber oder ein Nein-Aber und mit Abstufungen. Deswegen ist auch immer der ein wichtiger Teil bei einer wissenschaftlichen Arbeit in der Regel der Diskussionsteil mit Limitationen. Das heißt, also wir haben das so und so gemacht, ne, man müsste noch weiter hier forschen, ne, wir müssen es einschränken, weil die Stichprobe so und so groß ist oder nicht so groß ist oder nicht repräsentativ ist. Ja, also es ist nicht so, dass dann jemand kommt und sagt, die Studien sagen aber, vegan sein ist gesund. Die Studien sagen aber, Fleisch essen ist gesund. Also das ist immer mit ganz vielen Abstufungen und mit ganz vielen Grautönen zu versehen und nie schwarz-weiß. Aber schwarz-weiß ist momentan en vogue. Deswegen, ja, aber schön. Ich glaube, ich hätte nicht gedacht, dass wir da unbedingt so einen Konsens haben. finde ich jetzt ganz schön. Ja. Dass sowas auch immer persönlich genommen wird, wenn jemand was anderes glaubt als der andere. Ja. Dass man dann nicht Abstand nehmen kann und sagen kann, ja, es ist schade, dass wir da andere Meinung haben. Mhm. Aber wir können trotzdem irgendwie miteinander klarkommen, sondern nein, du glaubst das und ich glaube das und wir können nicht miteinander reden. Ja, das ist so, das kommt mir fast schon vor wie bei Talkshows oder wenn du in so eine Debatte gehst, wo die Politiker sind, das schaust du ja eigentlich nur an, damit die sich halt zanken, weil niemand von den Linken würde jetzt sagen, ja, Gauland von der AfD, sie haben ja eigentlich recht, das ist ein guter Punkt. Das ist so, das erwarte ich aber eigentlich von Leuten. Ich meine, das erwarte ich von jedem. Ich erwarte, wenn ich mit einem Freund in eine Diskussion gehe, dass er sagt, ach ja, stimmt, da hast du einen Punkt, den habe ich noch nicht bedacht. Und das passiert ja leider überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob man es erwarten kann von Politikern, gerade von so Spitzenpolitikern, die seit 5 Jahren halt sagen, ich bin aber der Meinung, aber ich erwarte es eigentlich von einem Menschen, dass er reflektiert ist und dass er vielleicht seine Meinung überdenkt, wenn er mit neuen Fakten konfrontiert wird. Oder auch nicht nur mit Fakten, sondern auch mit neuen Ideen und Überlegungen. Also das ist schon bedauerlich, die ganze Bewegung, wie das hingeht. Ja, ist das eine Bewegung oder war das schon immer so? Es gibt immer wieder. Vielleicht fällt es uns jetzt gerade auf. Ich möchte kurz mit einem abschließenden Ding von Jordan B. Peterson, dass ich mir einen Gedanken gehalten habe, dass ich momentan immer wieder darüber nachdenke. So ein kanadischer Psychologe habe ich jetzt schon, glaube ich, öfter mal erwähnt, zumindest im Gespräch mit Freunden. 12 Rules for Life habe ich gelesen. Eine Regel, die ich finde, die kann man einfach anwenden, ist, habe ich so dramatische Pause. Entschuldigung. Gehe davon aus, dass die Person, mit der du sprichst, etwas weiß, was du nicht weißt. Und das kenne ich. Das finde ich, findet überhaupt nicht statt und das finde ich so wichtig, weil man eben, ja, man ist so in seinem Denkmuster gefangen vielleicht auch ein bisschen und es gibt ja auch in der Psychologie den Confirmation Bias. Kennst du den? Habe ich schon mal gehört, aber sag nochmal. Confirmation Bias, Bestätigungsfehler, heißt, dass du wenn du mal eine Meinung hast, dann verharrst du da mehr oder weniger drin und bist da eher nicht dazu gewillt, neue Informationen aufzunehmen, weil du dir auch teilweise dann ausblendest. Das macht kognitiv ja auch Sinn, weil du dir nicht die ganze Zeit dein ganzes Weltbild jeden Tag neu erfinden kannst, auch wenn du jetzt vielleicht neue Infos bekommst. Es ist halt kognitiv sparsamer, wenn du sagst, okay, ich weiß das jetzt oder habe jetzt hier meine Einstellung dazu und dabei bleibe ich.
Aber es ist halt oft wert, seine Meinung noch mal zu überdenken, gerade bei so schwierigen Themen. Ja, und ja, das wollte ich jetzt noch mal relativ abschließend sagen. Jetzt war das doch ein längerer Diskurs noch, aber ich finde, der Film hat es auch hergegeben und hat auch ein bisschen so dahin geführt, vielleicht. Ja, also an dem Film ist halt auch interessant, dass es eben einen Menschen zeigt, den wir überhaupt nicht nachvollziehen können, aber wir können uns nicht dagegen wehren, weil wir kein Mitspracherecht haben. Es ist ein Film, er läuft ab. Also wir können den Film abschalten und dadurch halt den Dialog beenden, den inneren. Aber er zeigt zumindest ein Bild in seiner, ja, ohne nach unserer Meinung zu fragen. Jetzt, ja, habe ich den Faden verloren. Ja, ich finde es auch gut. Also ich mag so Filme, die ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Film kompromisslos ist, aber ich mag das nicht, wenn du in einem Film so das Gefühl hast, ja, ne, wenn du dann so gestreichelt wirst, ne, ja, jetzt, ich bin eh nicht der Freund von Happy Ends. Das ist so der Zankapfel, den Laura und ich vielleicht haben. Ich mag Filme, wo ich am Ende heulen und schlimm finde oder betroffen bin, und das war jetzt auch kein Happy End. Also ich habe mich da jetzt nicht Happy End gefühlt. Das finde ich schön, weil das kratzt an einem vielleicht nochmal so ein bisschen eher, als wenn du sagst, so, jetzt ist das, alle haben sich lieb, und dann ist der Film so flutsch und weg und gedanklich auch weg. Und so ist der vielleicht, geht dir vielleicht nochmal einen Keks und kratzt so ein bisschen an deinen Hirnwindungen und ja, oder Aber halt. ist Happy End nicht auch eine Interpretationssache? Ich meine, wir können uns Ja, doch jetzt doch auch schon. freuen für Lou, der jetzt halt Erfolg Ja. hat. Oder wir können auch traurig sein, weil der böse Wolf gestorben ist. Ja, klar, das ist immer eine Relationssache. Aber es gibt ja auch so klassische Happy Ends, ne? So, keine Ahnung, diesen Happy Ends, ne? Am Ende, ja, haben sie sich dann irgendwie gekriegt, dann heiraten sie und fertig. Okay, kann man natürlich sagen, oh, die ist ja gar nicht emanzipiert und such dir doch lieber eine andere Arbeit oder kriegt doch kein Kind oder so. Ist schon Interpretationssache. Nee, das heißt nicht. Okay, ich sag's kurz. Schnitt. Nein, nicht Schnitt. Eins meiner Absichten. Leute, das ist die Uncut-Version. 5 € dann bekommt er, was ich jetzt noch sage. Ansonsten sind wir raus. Eins meiner absoluten Lieblingsenden. Ich hab jetzt in der letzten Zeit wieder öfter an den Film gedacht. Ist bei Call Me By Your Name, wie Elio weinend vorm Kamin sitzt. Ich glaube, es ist Weihnachten dann. Und das Lied dabei ist so toll und er weint einfach nur da. Ich war so aufgelöst. Es war kein Happy End. Aber für mich war es das perfekte Ende einfach. Ja. Hat dir das Ende auch gefallen? Ich weiß nicht mehr, also ich weiß nur, dass er nicht das bekommen hat, was er wollte, aber ich weiß jetzt nicht mehr, die letzte Szene habe ich jetzt nicht mehr im Kopf tatsächlich. Na gut. Ja, ich hab mir auch überlegt, wir werden mal so Specials machen. Jetzt ist auch schon egal, 53 Minuten, Alter. Ich wollte vor 20 Minuten so langsam zum Ende kommen, aber dann ist es eigentlich noch ein schöner Exkurs gewesen. Ich hab voll die guten Ideen für Specials. So, jeder bringt so ein Musikstück mit, das er aus dem Film toll findet. Jeder bringt so sein zweimal, also was dann wirklich, können wir auch einen 3-Stunden-Podcast machen. Jeder bringt so zwei seine Lieblingsfilme mit und der wird dann komplett durchgenommen. Und Taube, bis. Taube, Taube, Und Nüsschen, yeah! ja, Spongebob kann man schon mal durchreden. Und dann wird dann all Detail besprochen und jede Kleinigkeit wird besprochen. Ich glaube, alle habe ich schon voll Bock drauf. Ich habe schon ein paar gute Ideen, glaube ich, für Specials, für Spezialfolgen. Ja, dann Okay. können wir uns ja noch auf mehr tolle Sachen freuen. Ja, auf jeden Fall. Nun, Nightcrawler, würdest du denn empfehlen, Sina? Auf jeden Fall. Das kommt natürlich immer drauf an, was für Vorlieben man hat. Aber Ja. wenn man so Vorlieben hat wie ich, wie zum Beispiel Jake Gyllenhaal, dann ja. Das spielt er echt gut, also sehr überzeugend. Ja. Ja, ich würde den Film auch empfehlen. Ich bin aber immer sehr vorsichtig mit Empfehlungen, weil teilweise bei dir und bei David kann ich Filme echt gut empfehlen. Bei Laura, bei manchen Leuten weißt du, dass die vielleicht ein bisschen konservativ sind. Und da kannst du dann nicht jeden Film empfehlen. Gerade wenn das so ein bisschen spezielle Filme sind, dann Sind ja auch ist die es dir. Filmnische. Ja, wir sind ja auch die Filmnische. Wir reden hier nicht über. Wir reden auch über den Mainstream, aber wir möchten halt eher auch ein bisschen andere Filme besprechen. Deswegen habe ich jetzt mal Network gedroppt. So voll als Filmkenner. Nee, eigentlich nicht, aber ja, hat alles ganz gut gepasst. Ja, wir sind die Filmnische. Das ist vollkommen richtig gesagt.
Die Filmnische verabschiedet sich von heute. Was als nächstes ansteht, weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wer mit mir wieder redet oder wer redet. Kuschelt. Kuscheln tue ich nur mit Laura eigentlich, aber danke fürs Angebot. ja, mal sehen, was wir besprechen. Wir haben noch einiges auf der Liste. Ich hätte auch mal gerne wieder einen Horrorfilm. Wie ist denn deine Meinung, mal wieder einen Horrorfilm besprechen? Stimmt, ich will eigentlich schon lange Requiem for a Dream oder The Shining angucken. Ja, sagen wir mal, ein Horrorfilm in nicht allzu ferner Zeit. Beziehungsweise, es kommen bald ein paar Horrorfilme ins Kino. The Witch Next Door, der läuft in. Okay, wenn wir live sind, das macht jetzt noch keinen Sinn. Mitte August kommt der, den werde ich vielleicht besprechen. Vielleicht gesellt sich jemand mit dazu. Ansonsten mal so ein Horrorfilm. Ich hätte echt Bock, nochmal Midsommar anzuschauen. Und ich habe erst einmal wie heißt der? Sub, bin ich dumm? Der Gary Tanzfilm? Movie. Nee, ja, Leute. Wie heißt der denn? Dieser Hexenfilm. Sina, ich box dich. Kannst du nicht. The Witch? Nee, der Hexenfilm mit diesem Hexenzirkel, der ein Remake ist, aber auch kein Remake ist. Ich finde ja gerade dumm. Ah, Suspiria. Suspiria, ja, genau. Oh den ja. Neuen Suspiria, den würde ich auch gerne nochmal anschauen, weil den fand ich toll. Ja. Ja, da kann man gut drüber reden. Das stimmt. Ja, gehen wir mal vielleicht in die Richtung Horror. Wenn ich mit David rede, dann vielleicht nicht unbedingt Horror. Und mit Laura auch nicht. Mal sehen. Außer es ist der Schacht. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Horror ist. Aber es ist. Die Grenzen sind. Offen. Offen. Zitat Seehofer. Ja. Nee, wir machen jetzt kein CDU-CSU-Hackmeck. Ich mag die nämlich nicht. Sind nämlich warum? Bisschen, weil die absolut okay, nein, dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Dieses Fass machen wir nicht auf. Wir machen es jetzt ganz fest zu. Wir sind noch unter 60 Minuten, Sina. Komm, das schaffen wir. Okay. Also, ich danke fürs Gespräch, Sina. Das hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, auch ein bisschen so über den Tellerrand des Films noch zu reden. Dito? Ja, dann freuen wir uns aufs nächste Gespräch. Liebe Zuhörer, danke. Erstmal Grüße an Anish. Das ist aktuell unser Probehörer. Anish, grüß dich. Hey, was machen wir? Servus. Dann macht's gut, liebe Leute. Viel Spaß bei unserem Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.